So, und dann, liebe Freunde auf YouTube, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Folge, zu einer weiteren Aufnahme von World of Warcraft. Wir befinden uns aktuell in Dalaran. Wir haben in der letzten Aufnahmesession das Schodasar-Becken durchgezogen. So geil, wie wir halt sind. Und das heißt, heute geht es weiter mit der Drachenöde. Sonst bist du live dabei. Dinge, bei denen ich nicht unbedingt live dabei sein muss, ehrlich gesagt. Wir fliegen mal. Ich überlege gerade, sollen wir überhaupt irgendwo hinfliegen? Warte mal. Nordend. Hallo. Guten Tag. Ich fliege gerade mal eben jetzt noch nach Towncalais. Seid vor. Und dann schauen wir gleich mal zu Beginn erst, ob wir in Tausendwinter den Schlachtzug machen können. Aufnahmeplatzenter und so. Ja, geil. Hm, super. Ich mache, sag mir am besten, gib mir diese Information am besten vorher, dann mache ich mir noch was zu essen dabei. So ein Reibekuchen oder so, keine Ahnung. Ich meine, das, was da später rauskommt, das ist ja ganz süß, aber der Prozess selber ist nicht süß. Leber mit Zwiebeln. Farblich kommt das sicher hin. Oh, i. Ah. Vor allem, ich würde Leber mit Zwiebeln nicht mal so essen, weil Leber ist so... Ah. Das ist an sich schon nicht mal mein Ding. Leber mochte ich echt noch nie. Aber ich esse ja echt viele Dinge. Das gehört nicht dazu. Leber und Hirn sind beides nicht geil. Hirn habe ich tatsächlich noch nicht gegessen, aber muss ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt. Oh, da hinten sieht man übrigens auch schon mal den Wurmru-Tempel. Auch der steht in der Drachenöde. Wird auch noch relativ geschichtsträchtig sein. Tatsächlich, ja. Tatsächlich wird er das. Habe ich schon tatsächlich gesagt? Na, es juckt. Wäre eigentlich... Theoretisch können wir noch PvP-Talente vergeben, aber... Sehe ich irgendwie nicht. Kriegsmodus. Aktiviert den Kriegsmodus und somit Welt-PvP. Dadurch verdient ihr 10% mehr Erfahrungspunkte sowie Questbelohnungen. Eure PvP-Talente gelten im offenen Welt. Um Kriegsmodus zu aktivieren, müsst ihr in Orgrimmar oder Faldraken sein. Ich glaube, Faldraken ist die aktuelle Content-Stadt aus Dragonflight. Ich war ja schon immer Vegetarier. Ich habe das mal in meiner Jugend probiert. Damals hieß es, dass Kalbschen gut für Menschen mit Rheuma ist und meine Mama sollte das öfter essen. Widerlich. Okay. Und ist das bestätigt? Aber warum ist Kalbschen denn gut gegen Rheuma? Nee. Toll. Das ist so wie früher in den, was war es, 90er Jahren oder war es davor noch 80er Jahre, wo man noch gedacht hat, dass Rauchen gut ist für den Körper, weil Rauchen die Lungenkapazität erweitert, irgendwie so. Deswegen sollten Sportler ja auch immer rauchen, weil die dann ne, die Lunge erweitert und trainiert haben. Muss man sich mal vorstellen, das ist noch nicht so lange her, dass man das medizinisch angenommen hat. Das war Humbug. Ja, es gibt sehr viele Dinge, die sich im Nachgang dann doch als nicht ganz so bewahrheitend rausstellen. Brieske als gesundes, zartes Fleisch, das ist fettarm, reich an Eiweiß und anderen Mineralstoffen wie Calcium, Kalium. Ein Bries gleich Kalbschen. Okay. Dann mag das vielleicht generell eine Sache sein, die vielleicht gesund ist. Na? Das kann ja durchaus sein.
Aber dass das jetzt zwingend gegen Krankheit XY hilft, sei mal dahingestellt. Kugel gesund. Ja, gerne mal machen, liebe Freunde. Googelt mal das Wort gesund. Da wird wahrscheinlich erstmal eine Definition dieses Wortes kommen. So, 1000 Winterfreunde. Kontrolliert von der Horde. Geil. Dann lasst uns doch mal eben direkt in Archavons Kammer. Lalalala. Die 1000 Winterfestung. Hier gibt es auch Quests. Das ist aber, glaube ich, nur Verprügel Allianzler, oder? Wenn man möchte, dass drei Belagerungsmaschinen der Allianz zerstört. Das sind aber PvP-Quests, die machen wir mal nicht. Es gab ja auch noch einen Händler, generell Händler. Luktar! Wo wir aber nichts kaufen können. Für die Horde! Ja, ja. Und oh, Zügel des schwarzen Kriegsmammuts. Mögen die Geister mit euch sein. Ja. So, wir wollen aber in Archavons Kammer. Da müssen wir hier rein. So. Portal zur violetten Festung. Portal des Altraktals. Portal Auge des Sturms. Arati-Becken, Kriegsmischung. Okay, hier kommt man zu allen PvP-Schlachtfeldern. Interessant. Oh, Kriegsmischlucht, das waren damals noch Zeiten. Okay. Heroisch, heroisch. Alles klar, wir gehen rein. Archavons Kammer. Achso, ihr könnt die Instanz nicht betreten, wenn ihr an der Zeitwanderungskampagne teilnehmt. Okay. Ist egal. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich bei anders gefragt. Nee. Stimmt. Das macht ja Sinn. Wir müssen ja aus der Zeitschleife raus. Weil ansonsten können wir ja Archavons Kammer gar nicht, also generell die Instanzen hier gar nicht machen. Weil die ja sonst nicht skaliert werden. Ja, andersrum, weil die skaliert werden. Wir wollen ja nicht, dass die skaliert werden. Wir wollen die ja nur eben verprügeln. Entschuldigung. Er startet natürlich sehr spannend heute wieder. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass wir Archavons Kammer machen können. Warte mal, die Sachen für dich, fertig. Ja! Geil! Lieber Twitch-Chat, dann gibt es demnächst wieder neue Emotes. Oh cool. Ich habe sie schon gesehen, sie sind sehr geil. Ich möchte jetzt halt in der Gegenwart zurückkehren. Achso. Fertig. Lalalala. Lila macht die auch immer so schön. Ja, natürlich macht die das. Hallo? Die macht die nicht nur schön, die macht die exzellent. Super toll und really pretty. Wo ist denn hier? Hier war das. Nee. Doch, Gladaran Kristallsangwald. Ich glaube, wir müssen dann mal in diese Richtung runterfliegen. Ich fliege jetzt mal eben manuell hin.
Zitadelle. Eines Tages. In gar nicht mehr so weit entfernter Zukunft tatsächlich. Wir haben ja nur noch drei Länder. Die Drachenöde, die dann ansteht, wenn wir hier soweit durch sind. Ja, und dieses Land hier. Ein Kapitel. Das werden wir heute mit Sicherheit nicht fertig kriegen. Dann geht's weiter mit dem Sturmgipfel und am Ende abschließend dann nach Eiskrone. Hä? Kontrolliert von der Allianz? What? Ernsthaft? Oh nö. Aber nächster Kampf ist in einer Minute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Kampf dauert. Wollen wir sonst mal eben probieren, ob wir das für die Horde gewinnen können? Ich würde das gerne erledigt haben. Weil wenn wir jetzt schon extra aus der Kampagne rausgegangen sind. Also aus der Zeitwanderungsgeschichte. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht hier in 1000 Winter. Und ich weiß auch nicht, ob das mal eben so schnell geht. Oh. Interessanter Himmel. Ihr seid in der Flugverbotszone eingedrungen. Fahrzeuge. Kann ich hier was machen? Verbleibende Zeit ist eine halbe Stunde. Ich glaube nicht, dass es was wird. ...58. Naja, die kann ich auch nicht mal eben so besiegen, glaube ich. Doof. Das Ding ist kaputt. Und was müssen wir hier machen? Sind noch nicht so ganz gecheckt. Wenn ich einfach hier reingehe? Schade. Ich rüste mal alles aus hier gerade. Schon ein bisschen was aus, ne?
Zumindest muss man sich ja mal ein bisschen anstrengen. Okay, der Taktikoffizier ist weg. Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir den Hauptmann erledigt haben, hätte ich jetzt gedacht, dass wir gewonnen haben, aber... Geht mit Riva Goblin-Granate, feuert eine Hitzesuchrakete ab, die versucht, feindliche Partner zu verfolgen. Panzer. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wow. Noch ein Dude. Wow. Die machen doch ein bisschen zu viel Damage. Aber ich sterbe gleich. Dann bringt es ja gar nichts, die Waren zu besiegen. So, komm, wir machen jetzt immer noch wieder. Ne, ich glaube, jetzt sind sie weg. Gute Soldat. Ich glaube, wir machen das gerade hier für Nüsse. Musik ist schön. Ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht, was wir hier machen müssen. Müssen wir hier irgendwas herstellen oder sowas? Kann ja halt nichts anklicken. Weiß einer von euch, Chat, was wir hier machen müssen?
Fahrzeuge 0 von 8, Fahrzeuge 0 von 16. Gut, bei der Tessa wundert mich das tatsächlich nicht, dass sie das nicht weiß. Pumpkanone, okay, mit denen können wir schießen. Schön, das ist toll, dass wir das können. Das Ding hier mal weg. Okay, ich schaue bei Gelegenheit nach, Lina. Hä? Was denn jetzt? Ja, ich weiß, dass ich in der Flugverbotszone bin. Sehen wir mal abschlecken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich die Türme kaputt machen? Bin ich auf den Nüssen mit Flugverbotszone. Ich mache, was ich will. Also, hier sind ja auch diese Türme. 1000 Winterfestung. Kann hier halt auch rein. Wie gesagt, das Einfachste für mich wäre eigentlich von der Erklärung her, wir müssen den Kommandanten hier erledigen. Hier im Turm ist einfach gar nichts. Und dass wir zumindest mehrere Bossgegner erledigen müssen. Hä, der ist wieder respawned. Das ist ja scheiße. Ja, die sind auch respawned, das ist voll scheiße. Voll verarscht, hat gar nichts gebracht. Haki. Oh, und das ist jetzt auch noch Elite-Soldaten. I don't know what I have to do. Guck mal, sieht schön aus, der Himmel, ne? Ja, Leute, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es ja gerne beenden, wenn ich wüsste, was wir tun müssen. So, hier sind die Friedhöfe, wo wir uns wiederbeleben, wenn wir sterben. Ach Mann, ist doch doof. Vor allem, dass wir einfach direkt wieder aufmounten können, finde ich, ist so lame. Kurz nicht fliegen. Ja gut, dann schön, hallo YouTube. Wir haben jetzt gerade knapp eine halbe Stunde lang rumgepimmelt und effektiv nichts wirklich fertig bekommen. Das tut mir sehr leid. Aber jetzt wissen wir zumindest auch, dass 1000 Winter zwischen der Zeitwanderungs-Timeline und der Real-Timeline auch unterschiedlich besetzt sein kann. So, dann müssen wir wieder einmal zurück nach wo ist denn das Gebiet der Horde jetzt gerade? Hier war ich doch richtig. Sah gerade so allianzmäßig aus.
I'm sorry about this. So, Blue Dragons. Ist bestimmt wieder irgendein Event bei Dragonflight. Wie schön, euch zu sehen. So, Fall des Lichtkönigs. Haltet euch nicht zurück, wenn ihr der Geißel eure wahre Macht zeigt. Ich durch. Portals und Nachtfestung, okay. Ja, wollen wir nicht hier abbrechen. Apropos Quests, warte mal, Drachenöde. Reis zum Hafen Moaki. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und ansonsten Sturmgipfel, Seelenschmiede, Kampf. Okay. Dann gehen wir jetzt also erstmal in die Drachenöde, Freunde. Damit wir das erledigt haben. Und damit wir überhaupt mal was erledigen. Ich fliege da gerade mal manuell hin. Wir sind ja schon mal dort gewesen, wo wir die Quest aber noch nicht angenommen haben. Wo wir quasi von Town Calais hingeschickt worden sind. Okay. Okay, okay. Ich versuche das dann zwischendurch mal. Wenn wir wieder aus der Zeitwanderungskampagne rausgehen, das werden wir ja ohnehin machen, wenn wir hier sind ja auch noch einige Geschichten, wir haben hier unter anderem, ne, wir haben Asiol Nerub, wir haben Ankahet, wir haben Obsidian-Sanktum, das Rubin-Sanktum und natürlich Naxxramas. Ich glaube, Naxxramas, eins der umfangreichsten Schlachtzüge in ganz World of Warcraft. Einer der umfangreichsten. Deswegen ist der ja auch in dem, ich glaube, im Dungeon Browser in fünf Teile eingeteilt. Also fünf Bereiche, die man abfrühstücken kann. So, noch ein bisschen, okay. Sind auf jeden Fall so 2, 3. So, warte. Ah, es juckt, es juckt, es juckt, es juckt. Ah. Entschuldigung. Okay. Oh, huch. Nur so einen kleinen Tacken zu weit. Da wären wir. Und hier waren wir ja schon mal. Was führt euch hier? Wartuk deutet in Richtung Nordosten. Sie ist ziemlich freundlich, müsst ihr wissen. Wäre eure Abgesandte nicht gewesen, hätten die überlebenden Flüchtlinge womöglich die Hoffnung aufgegeben. Sie ist vielleicht nicht von Geburt an eine Taunka, doch der Stamm hat sie für die Zwischenzeit zur Dorfältesten auserkoren. Wenn ihr derjenige seid, den ich meine, dann geht bitte zum Flüchtlingslager und startet der Abgesandten Leuchtrufe einen Besuch ab. Sie erwartet euch. Flüchtlingslager vom Westwind. Oh, okay. Mit den Wasserfällen ist ja cool. Auch wenn das hier ein bisschen wenig Wasser ist dafür. Naja. Was führt euch hierher? Was ihr hier sehen könnt, ist alles, was von der Taunka aus der boreanischen Tundra und der Drachenöde übrig geblieben ist. Wir sind ein gebrochenes Volk, geschunden und von der Geißel fast ausgerottet. Nur die Horde kann sie jetzt noch retten. Nur die Horde kann ihren gebrochenen Geist wieder heilen. Wir werden sie pflegen, bis sie wieder bei bester Gesundheit sind.
und sie werden im Gegenzug die Horde in Nordend verstärken. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Bevor wir diese Taunker offiziell in die Horde aufnehmen können, müssen wir den Nerubern der Anub'ar, von denen die Wälder hier in der Nähe nur so wimmeln, unsere Waffen wieder abnehmen. Die gingen verloren, als eine Karawane von Agmas Hammer letzte Nacht in einen Hinterhalt der Geisel geriet. Wagt euch in die Wälder hinaus, die sich östlich des Flüchtlingslagers von der Erdenmutter. Mögen euch die Winde leiten. Die sich östlich des Flüchtlingslagers von Westwir befinden und bringt mir diese Waffen zurück, Troll. Mögen die Vorfahren euch schützen. Entschuldigung. Es geht hier auch einfach weg, wenn ich mit der rede. Ich gehöre zur Eskorte der Karawane, die mit einer Waffenlieferung auf dem Weg in dieses Lager war. Der Angriff kam schnell und ohne Vorwarnung. Wir bekämpften und erschlugen Dutzende dieser Biester, doch am Ende waren es einfach zu viele. Thorsin und ich konnten gerade noch mit dem Leben davonkommen. Wären wir nicht verletzt, würden wir uns selbst draußen in die Wälder auf der Jagd nach den Scheusalen machen. Werdet ihr uns dabei helfen, unsere verlorenen Stolz wieder zu erlangen? Sucht in den Wäldern östlich von hier nach Neruban, der Anub'ar, und tötet sie. Für die Horde! Machen wir. Wegelagerer der Anub'ar. Anub'ar und Anub'bi. Mein Arm bitte. So, ah, guck mal, und das sind diese Kistchen. Also die Klassiker wieder, sammeln und töten. Was man halt so kennt. Hier noch eine Kiste. Verseuchter Elch, aber es ist verscheuchter Elch. Verseuchter Elch. Wenngleich der mehr aussieht wie ein Hirsch, aber okay. So. Was ist denn das? Drachenknochen-Kondor. Versuch mal so ein paar Kisten aus, finde ich, zu machen. Das? Ja, das ist ein großer, aber ganz special. Wo sind die ganzen Kisten, sag mal? Übersehe ich die jetzt einfach nur? Magerjäger der Drachenöde? Muss mich jetzt mal mit den Kreaturen hier vertraut machen. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Die sind aber auch versteckt irgendwie. Ich muss näher. Nö, der kommt schon von sich.
keine. 8. 2 brauchen wir noch. Okay, da hinten noch. Sehr gut. Nee, geh weg, ey. Hier möchte ich nichts. Was haben wir denn gerade aufgenommen eigentlich? Kettenrüstung. Okay. Wir haben generell wieder ein sehr volles Inventar. Typische Spinnengeräusche, die von sich geben. Jetzt 10. Und 15. Okay. Dann haben wir das. Rokil salutiert für euch. Ihr habt unsere Ehre bewahrt, Tajik. Wir beide, Thorsin und ich, danken euch für diese selbstlose Tat. Was ist Thorsin eigentlich? Ja, nicht, ne? Schmuck? Nutzen erhöht die Angriffskraft 30 Sekunden lang? Ja. 41 Stärke, wobei, ich weiß nicht, ob Tempo nicht besser ist. Und ja, guck mal, die Beine haben 10 Crit mehr. Vorwärts zum Sieg. Jetzt noch mehr als nur 10 Crit. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Die sieht aus wie so eine Weihnachtshose. Kennt ihr diese Pullover, die so extrem auffällig bedruckt sind? Daran erinnert mich das gerade, diese... Ach, Gott im Himmel. Ja, lächeln und winken. Ah, ich habe euch erwartet. Ohne Rüstung und Waffen werden unsere neuesten Mitglieder schutzlos ihre Wanderung nach Agmas Hammer antreten müssen. Hat günstige Winde. Das ist genau, was wir brauchen, Tajik. Die Waffen der Horde zu schwingen, wird ihre Seele erfrischen und ihnen den nötigen Schutz gegen die Geißel geben. Seid ihr bereit für das Aufnahmeritual? Ihr werdet... derjenige sein, der unsere neue Verbündeten offiziell in die Horde aufnehmen wird. Errungenschaft, die Winde des Nordends. Möge die ewige Sonne erreicht eine ehrfürchtige Ruf bei der Expedition der Horde. Juhu! Wie kann ich euch helfen? Sie sind bereit, Tajik. Diese Taunka würden nur zu gerne der Horde beitreten und alles dafür geben, die Geißel aus der Welt zu schaffen. Leuchthuf gibt euch eine Schriftrolle, die das Siegel der Horde trägt. In dieser Schriftrolle steht der Blutspur der Horde geschrieben. Die Tradition verlangt, dass unsere neuen Taunka-Brüder und Schwestern die darin befindlichen Worte verlauten lassen. Nehmt diese Schriftrolle und verpflichtet die Taunka in den Dienst der Horde. Kommandant, bringt die Rolle wieder zu mir zurück, wenn ihr euren Auftrag abgeschlossen habt. Habt günstige Winde. Ja, machen wir. So, hier der schläft, der ist bestimmt nützlich. Sorgt euch nicht länger, Taunka. Die Horde wird euch wird euch und euer Volk beschützen. Doch zuerst müsst ihr dem Kriegshäuptling die Treue schwören, indem ihr den Blutschwur der Horde ablegt. Wird die Horde die Chance bieten, die Geißel zu bekämpfen? Ja, Taunka, Vergeltung ist ein freies Recht für alle Mitglieder der Horde. Um mein Volk zu rächen und die Pest, die unser Land heimgesucht hat, zu vertreiben, werde ich den Eid schwören. Ich verpflichte alles, was ich habe und alles, was ich bin, der Horde. Ich mach da jetzt mal nicht den Stimmenverzerrer zu rein. Dann sprecht mir nach. Loktar Oka, Sieg oder Tod. Diese Worte binden mich an die Horde. Denn sie sind die heiligste und die fundamentalste aller Wahrheiten für einen Krieger der Horde.
Ich verpflichte mein Fleisch und mein Blut dem Kriegshäuptling. Ich bin das Instrument der Wünsche meines Kriegshäuptlings. Ich bin eine Waffe unter dem Kommando meines Kriegshäuptlings. Von diesem Moment an bis an das Ende meiner Tage. So. Blablabla. Für die Horde, bewaffnet euch aus den Kisten neben uns und meldet euch bei Agmas Hammer östlich von hier. Eure erste Probe als Mitglied der Horde ist es, die Reise dorthin zu überleben. Loktar Ogar! Seid vorsichtig. Geil. Seid gegrüßt. So, bla bla bla. Das ist ja das Gleiche. Grüße. Wenn die wenigstens mal andere Texte hätten, aber... Seid vorsichtig. Stellen doch alle dieselben Fragen. Seid gegrüßt. Mögen die Vorfahren schützen. Auf bald. So. Ihr wollt sprechen? Sie werden der Horde zu mehr Kraft verhelfen, Kommandant. Geht mit der Erdenmutter. Ich danke euch dafür, Kommandant Tajik. Sie hatten nichts mehr. Doch euch ist zu verdanken, dass sie einen neuen Sinn gefunden und damit neue Hoffnung geschöpft haben. Hoffnung auf einen Morgen, auf ein neues Leben. Mögen die Vorfahren euch schützen. Direkt östlich dieses Flüchtlingslagers befindet sich Agmas Hammer. Ein Zeichen dessen, welche Stärke die Horde in der Drachenöde besitzt. Zwar hege ich keinen Zweifel daran, dass unsere Brüder und Schwestern von der Horde schon das Ergebnis unserer Versuche sehen können, mit denen wir die Taunker zum Anschluss an die Horde bewegen wollen. Doch ungeachtet dessen möchte ich, dass die Erfolgsnachricht von euch höchstpersönlich an Oberanführer Agma überreicht wird. Geht nun, Tajik. Schnell wie der Wind. Ostwärts nach Agmas Hammer. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Ich hasse Questgeber, die laufen. Hast du schon mal erwähnt? Jetzt. Gut, wir kommen nach Agmas Hammer. Der erste nennenswerte Ort, den wir ja auch schon mal hier und da nebensächlich gesehen haben, weil wir da durchgeflogen sind. Auch hier gibt es eine Quest, die lasse ich gerade noch mal, weil wir kommen hier meines Wissens nach ohnehin noch hin. Kann sogar sein, dass das eine Begleitquest gewesen ist. Ach da, Agmas Hammer. Und das Wichtigste natürlich zuerst, den Flugmeister. Zom-Zom. Während ihr zweifellos anderswo für die Horde eingetreten seid, waren noch viel mehr mit der Erweiterung unseres Machtbereichs ins Landesinnere von Nordend beschäftigt. Selbst während wir hier noch sprechen, errichten unsere Streitkräfte Basen auf den gefrorenen Weiten dieses trostlosen Ödlands. Wir haben die Geißel umzingelt. Der Sieg rückt näher. Während sich unsere Armeen in Massen am Fuße Angratas, der Pforte des Zorns, versammeln. Bald schon werden wir das Tor niederreißen und zur Eiskrone durchbrechen können. Doch es gibt noch viel Arbeit zu erledigen. Zuerst müssen wir die Neruba aufhalten. Die wahre Bedrohung geht jetzt nur noch von zwei Orten aus. Der Schreckenszitadelle Naxxramas, die weit im Osten über der Allianzfestung Wintergarde schwebt. Und der Grube von Nairun, durch welche die untoten Armeen von Asyol Nerub an die Oberfläche gelangen. Es war auch genau da diese Grube, aus der die Neruba der Anub'ar kamen, als sie das Tonka-Dorf Eisnebel angegriffen und es letztendlich dem Erdboden gleich machten. Wir werden die Anub'ar vernichten und die Grube von Nairun zuschütten. Meldet euch bei Schlachtrufer Yuktok. Er wird euch über Einzelheiten informieren. Siehet in Ehre. Appel des Erzmagiers Aethas Sonnenherrscher. Unsere Feinde werden fallen. Okay. Die Mondruhgärten im Südwesten waren die letzte Ruhestätte einiger Hochgeborenen. Sie waren auch ein machtvoller Leylinien-Nexus. Der blaue Drachenschwarm hat sich eine magische Vorrichtung bedient, welche sich die Sognadel nennen, um diesen Nexus zu zerstören und die entfesselten Kräfte nach ihrem Willen nutzen zu können. Ich brauche mehr Informationen und möchte, dass ihr sie mir beschafft. Nachdem das Land bei den Ruinen zerstört wurde, haben sich die Geister der Hochgeborenen erhoben und die anwesenden Magierjäger um die Hälfte dezimiert. Geht und durchsucht ihre Leichen nach Hinweisen. Lebt wohl. Das klingt sehr sicher, ja?
So, hier ist noch einer. Was braucht ihr? Torvus schüttelt eure Hand und steckt euch heimlich einen Brief zu. Torvus flüstert leise. Spielt einfach mit, Tashik. Schön, euch hier zu sehen, Soldat. Fürst Höllstreich hat Oberanführer Agmar zweifellos seinen kräftigsten Krieger geschickt. Lest ihn und werft ihn danach in den Feuerkrug neben mir. Für die Horde! Okay. Brief von Sauer. Von Sauerfang! Au! Benutzer. Tashik, falls ihr diesen Brief lesen solltet, dann seid ihr am Leben und noch in einem Stück. Zumindest habt ihr noch eure Augen. Ich muss mich für diese Geheimniskrämerei entschuldigen. Agmar verlangt, dass alle Briefe vor dem Versand gelesen werden. Es gibt zu viele Verräter und Diebe, wie es der Steckbrief eindeutig zeigt. Hier werden delikate Angelegenheiten besprochen, die mit Leichtigkeit von den neuen Wachen missverstanden werden könnten. Für einen Soldat der Horde und der Verlust, ist der Verlust unabdingbar. Verlust bedeutet Tod und mit dem Tod gibt es keine Verhandlungen oder Interpretationen. Man kann nur hoffen, dass dieser ehrenhaft vonstatten gegangen ist. Sieg jedoch. Sieg kann vieles bedeuten. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass die Korkron in voller Stärke aufgelaufen sind. Der Kriegshäuptling hat seine elitäre Wache gesandt, um bei der Sicherstellung des Sieges im Nordend zu helfen. Zusammen mit euch und weiteren Helden zwingen sie den Lichtkönig auf den unweigerlichen Schluss zu. Jede Herausforderung, die ihr überwindet, bringt uns einen Schritt näher daran, die Welt von Arthas und der Geißel zu befreien. Und dort liegt das Problem. Ihr müsst verstehen, unsere Streitkräfte in Nordend unterstehen der Schirmherrschaft des jungen Höllschreis. Jeder Sieg stärkt die Moral der Streitkräfte der Horde hier und überträgt sich dann auf den Rest Azeroths. Das macht es bedauerlich, dass Höllschrei solch barbarische Taktiken anwendet. Mit dem Sieg vor Augen erhält Höllschrei noch weitere Bestätigungen für seine Vorgehensweise, was uns im Gegenzug wieder an einen Punkt bringt, an dem wir schon viele Jahre nicht mehr waren. Ein dunkler Ort. Ich habe meinen Sohn geschickt, um unsere Truppen an der Pforte des Zorns zu kommandieren. Ich weiß, dass er ehrenhaft kämpfen wird und ich hoffe, dass sein Mut und seine Beharrlichkeit von unseren Streitkräften bemerkt und übernommen werden. Er ist mein Herz und meine Stärke an einem Ort, an dem ich nicht zu sein vermag. Ihr werdet meine Augen und Ohren sein. Zusammen ebnen wir den Weg. Blut und Donner, möge eure Ankunft ihnen beides bescheren. Sauerfang. Ach, Sauerfang. Ich mag ihn. Blut und Donner. Torvus nickt euch zu. Haben wir uns also verstanden? Ich werde zu meinem Fürsten zurückkehren und ihm sagen, dass ihr eingewilligt habt. Siehet in Ehre. Okay, das war's. Dann hier den Steckbrief. Oh, hey, sehr viele gesucht. Gesucht, Magister Keldonus. Auf Erlass des Oberanführers Agmar. Angeklagter Magister Keldonus. Verbrechen, Verrat. Zustand, lebendig. Im Namen der Horde ist Magister Keldonus einziger Magierkommandant von Agmars Hammer auf der Stelle zu töten. Gesichtet wurde Keldonus das letzte Mal, als er auf dem Weg nach Südwesten in Richtung der Mondruhgärten unterwegs war, um sich dort dem blauen Drachenschwarm um den Feldzug gegen die Magie anzuschließen, den wir schon ausgemerzt haben eigentlich. Keldonus sollte mit Vorsicht begegnet werden. Hauptmann Gord in Agmars Hammer ist für die Auszahlung aller Kopfgelder verantwortlich. Gesucht, Gigantauer. Auf Erlass des Oberanführers Agmar. Angeklagter Gigantauer. Level Ultra. Das ist sowieso. Was war das nochmal? Level Ultra. Typus Serum. Attacke. Sturmschritt. Keine Ahnung. Muss ich irgendwie gerade so dran denken, wo ich das so vorgelesen habe. Verbrechende Angriffe auf die Horde. Pott hässlich. Zustand lebendig. Der Magnataurenfürst Gigantauer wird in Verbindung mit einer Reihe von Angriffen auf die Soldaten und Anlagen der Horde in der Drachenöde gesucht. Zuletzt wurde Gigantauer in den Wäldern und auf den Straßen südlich und südöstlich von Agmars Hammer gesehen. Gigantauer gilt als bewaffnet und extrem gefährlich. Hauptmann Gord in Agmars Hammer ist für die Auszahlung aller Kopfgelder verantwortlich. Und gesucht Schreckensklaue. Auf Erlass des Oberanführers Agmar. Angeklagter Schreckensklaue. Level Champion. Typus Serum. Attacke Sturzflug. Verbrechende Angriffe gegen die Horde. Zustand lebendig.
Schreckensklaue wird wegen zahlreicher Angriffe auf Karawanen der Horde in der Nähe von Galgrim gesucht. Er hält sich meist auf einer Anhöhe über dem Rubindrachenschrein östlich von Agmas Hammer auf. Ihm sollte mit äußerster Vorsicht begegnet werden. Hauptmann Gort in Agmas Hammer ist für die Auszahlung aller Kopfgelder verantwortlich. Geil, ein paar Bossgegner platt machen. Also Side-Boss-Gegner oder Named, wenn man so möchte. Kraft und Ehre. Zu Land und aus der Luft. So werden wir der Bedrohung durch die Anub'ar ein Ende setzen. Vorwärts zum Sieg. Die untoten Neruba, die Eisnebel angriffen, kamen aus einem gigantischen Schlundloch, das die Grube von Na'jun genannt wird. Wenn sich niemand um sie kümmert, werden diese Scheusale unseren Truppen an der Pforte des Zorns in die Flanke fallen und unserem Siegeszug ein jähes Ende bereiten. Ich brauche Speer vor Ort, Tajik. Geht nach Westen und untersucht die Grube von Na'jun. Wir müssen ihren Hauptausgang finden und ihn versiegeln. Findet heraus, wo er sich befindet. Es ist gut, dass ich Hochexekutor Zürners Brief abfangen konnte, bevor Oberanführer Agma ihn erhielt. Was hat sich Zürner nur dabei gedacht? Der Unteroffizier zerreißt den Brief. Todesritter, geht und seht einmal nach, was der Hochexekutor will. Folgt der Straße nach Osten und durchquert die Dracheneiswüste. Ein Pfad, der aus der Wüste hinausführt, findet sich auf der südöstlichen Seite. Galgrim, die Stadt der Verlassenen, wird sich dann direkt vor euch auf der Südseite des Berges befinden. Für die Horde! Eine Laufquest. Oh, wir haben noch viel mehr Quests mittlerweile. Boros Eisenbieger. Was braucht ihr? Vorwärts zum Sieg! Angrata, die Pforte des Zorns. Ich sah, wie die Metallstreben des Tores pulsierten und zu schwingen begannen, als wären sie lebendig. In meinen 50 Jahren habe ich noch nie Metall atmen gesehen. Die einzigen, die etwas darüber wussten, waren die Tuska. Sie nannten es das schwarze Blut von Yogg-Saron und meinten, dass ich mich davon fernhalten sollte. Westlich außerhalb von Eisnebel gibt es ein Schlundloch namens die Grube von Na'jun. Ich hörte, dass die Schlundlöcher reich an diesem seltsamen Erz seien. Könnt ihr versuchen, mir ein paar Proben zu besorgen, falls ihr in diese Richtung gehen solltet? Seid sicher. Saronit? Fragezeichen? So, ein weiterer Ork. Sehr viele Orks hier, aber gut, ist ja auch ein orkisches Lager. Was braucht ihr? Siehet in Ehren. Ich habe mit eigenen Augen beobachten können, wie er uns verriet. Der Verräter hat einen Angriff der Anub'ar auf diese Festung geleitet, bei dem einige meiner besten Soldaten ums Leben kamen. Er hat die ganze Zeit über gemeinsame Sache mit der Geißel gemacht und wir haben davon nichts gewusst. Wie viele Verräter wie Zangos gibt es denn? Wir werden sie alle finden. Und wenn wir sie haben... Gort macht mit seinem Finger eine Bewegung, als durchschneide er seine Kehle. Erster auf der Liste ist Zangos. Unsere Späher berichten mir, dass er sich in der Grube von Na'jun gen Westen verstecken soll. Findet ihn, tötet ihn und bringt mir seinen Kopf. Vorwärts zum Sieg! Machen wir eine weitere Quest. Wo ist denn da oben? Drachenknochen-Kondor. Die haben sich da oben niedergelassen, alles klar. Der Questgeber steht hier draußen vor der Tür. Oh, mal zur Abwechslung ein Taure. Friede sei mit euch. Und mit einem Geiste. Mögen die Vorfahren euch schützen. Die Geißel bringt Tod und Krankheit mit sich. Wir übersehen nur zu oft, dass die Tierwelt in den von der Geißel verseuchten Gegenden stark angeschlagen ist und durch die ansteckende Verwesung letztendlich ausgelöscht wird. Für die meisten einheimischen Tiere der Drachenöde ist es schon zu spät. Die Tiere sind schon mit der Krankheit der Geißel infiziert, deren Kennzeichen eitrige Pusteln sind. Nun verwesen sie vor sich hin und sind von Tollwut befallen. Geht nach Westen zur Grube von Na'jun und tötet die infizierten Tiere. Seht nach, ob sich in ihren Leichen ein gut erhaltenes Organ finden lässt, da wir eins brauchen, um ein Gegengift daraus herzustellen. Auf bald. Nur eins, okay. Das geht ja noch. So, ja, wir bleiben mal hier Richtung Westen. Magister Keldonus
Ich fange mal da unten an, oder? Haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Blabla gemacht. Glimmerstrand. Ach, das hier soll Mondruh sein. Moment, haben wir da Nexuswächter. Wo ist Magistrix Telestra? Und Magister Keldonus. Ich kümmere euch um diese Störung, Keldonus. Wenn ihr damit fertig seid, bringt mir den Kopf von Tajik. Ich werde meinen Gemächer seinen Schädel schmücken, woher weiß sie, wie wir heißen. Ich teste meine Geduld. Ich soll nur die wahre Macht des Blauen erfahren. Dieser Verstoß gegen den blauen Drachenschwarm wurde bemerkt. Es wird mehr eine besondere Freude sein, euren Körper die Lebensenergie zu nehmen. Wo ist Magistrix Telestra? Ah, warte mal, das ist doch die aus dem Nexus gewesen. Eigentlich ist sie schon tot. Ach, deswegen ist sie wahrscheinlich auch nur so ein Schem. Pläne der Mondruh-Gerben. Oh, warte mal, so eine Quest. Ethenial Mondnacht. Oh, warte mal, da habe ich auch eine gute Stimme für. Sekunde. Diese sogenannten Magierjäger kamen hierher und zerstörten unsere Ruhestätte. Verschafft uns genug Tod. Oder ich werde dafür sorgen, dass eure Operationsbasis von den Geistern der Toten überrannt wird. So. Ich hoffe, die war okay. Habseligkeit einer Magierjägerin. Die war creepy, aber geil. Er soll ja auch einen Geist darstellen. Was sollen wir überhaupt machen? Puppen der blauen Drachenschwanz bei den Mutru-Gärten dezimiert. Ah, okay. Ach, die Dinger. Alles klar. Ah, hier. Da ist ein Stück irgendwas. Oder Magierjäger. Nix. Da steht er direkt neben. Auch nicht. Da liegt noch einer. Okay, der hat's. Willst du die auch haben, die Pläne? Okay, 3 von 15, so 2, 3, die wir erledigen müssen. Gibt es hier vielleicht eine Stelle, wo mehrere auf einmal sind? Arcanimus. Ah, guck mal, der ist sogar ein Questgegner. Ich nehme mal so ein paar auf einmal mit.
18. Lalalala. Dann haben wir die alle zusammen. So. Und damit wären wir fertig. Nur wieder. Ne, wo war das jetzt? Hier. Also gut, ihr habt getan, was ich euch gebeten habe. Wenn ich noch mehr, ich danke euch treu. Es gibt eine letzte Sache, die ihr für mich tun müsst, Todesritter. Ich möchte, dass ihr Arcanimus für mich vernichtet. Die Zauberer im Westen benutzen dieses riesige Gerät am Himmel, um eine enorme Grube in unserer Ruhe zu bohren. Als sie das taten, ließen sie das Ungeheuer frei. Es würde mich nicht stören, wenn es nur die Lebenden etwas anginge. Arcanimus ernährt sich von den Geistern der Toten. Ihr werdet ihm jetzt ein Ende bereiten. Okay, machen wir. Nexus-Wächter, okay. Arcanimus. Das ist zu weit entfernt. Ja, den wollte ich gar nicht. Kann ich Arcanimus besiegen? Arcanimus getötet? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Der ist gar nicht da. Ach, doch jetzt ist er da. Warum konnte ich ihn vorhin nicht angreifen? Kein großes Ding, ne? Ihr habt meinen tiefsten Dank, Tajik. Falls nicht schon geschehen, solltet ihr eure Vorgesetzten über die Gefahren informieren, die der blaue Drachenschwarm entfesselt hat. Nehmen sie den Plänklinien an, unter den Gärten zerstören, drohen sie uns alle zu vernichten. Okay, machen wir. So, Kristallplatten, Schulterstücke sind nicht so geil. Nehmen wir mit. Ah, jetzt sind sie auf lila. Jetzt sind die schon geiler. Zumindest passt es ein bisschen besser zur Hose jetzt. Weg, Vogel. Will der von mir? Nein, geh weg, Vogel. Ah, okay, ist er weg. So. Eingang Asjolni Rub, okay. Du hast deinen tödlichen Fehler gemacht, Sterblicher. Es gibt keinen Ausweg.
Der Tag der Abrechnung kommt und mit, kommt euer Ende. Dann werden wir ja sehen, ob euer Lichtkönig euch von den Richturteilen der Uralten bewahren wird. Jetzt werdet ihr sterben. Ich helfe mal mit. Kilix der Entwirrer. Okay, wir haben hier einen Questgeber. Wir befinden uns mitten im Bürgerkrieg. Im Herzen dieser Welt kämpfen meine letzten lebenden Artgenossen gegen die totale Vernichtung an. Der Lichtkönig will das Königreich von Asiol Nerub um jeden Preis in seine Gewalt bringen. Diejenigen, die dagegen sind, werden zu Feinden der Geißel erklärt und zum Tode verurteilt. Ah, das ist unser beider Feind. Schließt euch uns an und befreit diesen Ort von den Anubar. Anub-Arak selbst soll ihre quälenden Todesschreie hören. Das klingt aber so ein bisschen nach einer, Unterfürst. Oh, ne, doch, ist keine, nicht in der Instanz. Alles klar, das sind die hier. Ich wollte, glaube ich, gerade Insekten spucken. Wie wieder bei Dr. Benneke wären. Hatten wir vor der Aufnahme kurz thematisiert. So, schwarzes Blut von Yogg-Saron sammeln. Andere nennen es Saronit. Auch wenn es jetzt kein Bergbau ist, den wir hier de facto betreiben, ist es doch irgendwie schön, wenn wir wieder was abbauen. Ah, Hochkultist Zangus. Das ist zu weit entfernt. Dann komm du mal her. Alles klar. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir hier so viele Quests haben, die wir direkt miteinander kombinieren können. Auf der anderen Seite finde ich es auch wiederum traurig, dass wir die Erfahrungspunkte und alles nicht mitnehmen können. Ach, das ist so schade. Aber ich will mich nicht mehr nur beklagen. Von 6. Einen brauchen wir noch. Und eine letzte Probe. So. Problem ist, die müssen wir jetzt auch wieder da vorne abgeben. Na, wobei, was heißt Problem? Ist hier direkt hier. Auch nicht schon wieder. Leben, ne? Ist ja egal. Die kann er ja mal alleine machen. Wie undankbar. So, dann kann ich nicht mal looten. Es gibt noch tausend, ja.
Stadt und sie ergießen sich wie eine Flut aus jedem dunklen Spalt, den es in Nordend gibt. Ihr alleine habt keine Chance, doch zusammen vielleicht. Ihr habt gezeigt, dass ihr bereit seid, dem Reich Asiol in Zeiten der Not beizustehen. Aus diesem Grund wird das Reich Asiol der Horde seine Unterstützung zusichern. Nehmt diese Schriftrolle hier und bringt sie zu eurem Anführer. Darin beschrieben stehen die Stärken und Schwächen der Neruba, die für die Angriffe auf Eisnebel verantwortlich sind. Betrachtet es einfach als Zeichen unseres guten Willens, die Bereitschaft, eurem Volke zur Hand zu gehen. Nutzt das Wissen auf diesen Seiten und vernichtet die Anubar. Tut dies und ihr habt uns allen einen großen Dienst erwiesen. Lebt wohl, Troll. Silix Schlachtplan. Gut. So, vermutlich geht's hier wieder raus. Oh, guten Tag. Du läufst in die Ecke und dann kommt dir so ein Vieh entgegen. Und hier können wir hochfliegen. So, dann die verseuchten Tiere. Tollwütiger Grizzly. Verseuchter Elch. Ich habe kein Ziel. Halten jetzt nicht allzu viel aus. Und verwesungsresistentes Organ. Das haben wir auch. Hallo Bär, komm mit. Von 15. Das mit den Zusammentrommeln funktioniert ganz gut eigentlich. Ich bin außer Reichweite. Ja. Okay, einen brauchen wir noch. Einen Hirsch. Entschuldigung. Es sieht aus wie ein Hirsch, aber es ist ein Elch. In-game zumindest. So. Dann haben wir das alles erledigt. Räume zum Hafen der Moaki. Gigant Tower getötigt. Ja, komm, wir geben erstmal ab. Vielleicht kriegen wir noch andere Quests in der Region.